Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Schaut mal, was Ebenchen hier schon wieder am Stiel hat. Zwar keine Handschuhe, aber nennt er seinen Igel Prinzstream und auch noch was anderes Tolles. Dieser Fall hat bereits im Warm-up angefangen, da war aber jetzt nicht wirklich was zu sehen. Wir gehen direkt in die normale Runde rein. Man hat es eben kurz gesehen, er hat einen Lore am Start, ein leckeres Kräftchen und... Ah ja. Okay, und schießt etwas arg verfrüht. Das ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Ich bin gerade so hin und her gerissen, was CSGO angeht, wegen den Updates. Man sieht ja bei uns im Discord, es gibt im Moment wieder einige Einträge. Wow, okay, Suspect, du alte Ratte. Ein Bowie Knife Law übrigens, nur dass ihr das nochmal genau wisst. Eine Cyrex, dann eben auch die Prinzstream Deagle. Also hier auf diesem Account liegt wieder richtig viel rum. Einer ist, ich würde sagen, noch AFK, nicht schon AFK, also so schnell... Am Anfang des Spiels geht man nicht AFK, wenn man tilt ist. Würde ich sagen, das dauert dann schon bis zur zweiten Runde. Und hier bei ihm würde ich bereits sagen, da ist natürlich Vision Assist am Stiesel und auch das Aim lässt sich bei ihm nicht lumpen. Also das ist ganz schön frech. Holy shit, das ist doch unglaublich mit so Zeug. Vorhin auf dem Discord nochmal gar nicht zusammenhängen mit dem, was ich eigentlich sagen wollte. Und eigentlich wollte ich sagen, es gibt ja gerade wieder einige Einträge, einige Blogposts und so weiter und so fort, aus denen man herauslesen kann, dass sich etwas tut. Auch Gabe Follower hat wieder ein neues Video gebracht. Ich weiß noch nicht, ob ich darüber was erzählen soll, ob ich euch das praktisch wieder auf Deutsch übersetzen soll. Weil das aktuelle Video, finde ich, ist natürlich schon einiges Cooles drin, aber es ist nicht so schön handfest wie das letzte, das euch so gut gefallen hat. Das hat mich auch sehr gefreut, dass euch die Machart auch gefallen hat. Aber wie gesagt, ich muss mal noch gucken. Auf jeden Fall geht es aber nicht nur um diese Posts, die halt mal wieder gefunden wurden, und Infos, die gefunden wurden, die im Moment grassieren und auf ein Update deuten. Also wie zum Beispiel Operation, Source 2 und so weiter und so fort. Sondern vorhin hat auch jemand bei uns auf dem Discord, ich glaube im normalen Talk-Channel geschrieben, er hat vielmehr gefragt, ob es ein neues Anti-Cheat oder ähnliches gibt oder ob die an WAC irgendwas gemacht haben, weil ihm jetzt heute zwei Cheater live im Spiel aufgefallen sind, die auch sofort gebannt wurden. Ob da irgendwas verändert wurde, weil er das wohl, das dichte ich hinzu, aber so wie er geschrieben hat, hat es so gewirkt, als wenn ihm sowas noch nie passiert wäre. Dass einfach Cheater mitten aus dem Spiel gebannt werden. Ich habe davon schon gehört, dass man das eben mitunter live im Spiel sehen kann. Ich weiß nicht genau, ob ich das schon mal gesehen habe, dass Cheater wirklich live gebannt wurden. Hier übrigens auch eine schöne Exoskelett. Ich weiß gerade nicht genau, ob er die selbst gekauft hat. Ich gerade nicht aufgepasst oder ob er die gedroppt bekommen hat. Aber er hat auf jeden Fall gut was rumliegen. Allein das Knife ist ja schon wert genug, dass man auch sagt, hey, hör mal auf, zieht mal lieber nicht rein, dann ist ja das ganze Zeug weg. Gut, natürlich kann es auch sein, um auch diesen Fall direkt zu beleuchten, dass der Account geklaut wurde. Ne, oder sonst was, Tradeband ist oder Lirum Larum. Ich habe gerade zu Sneasel gesagt, er soll kurz eine Pause machen, weil ich gerade nicht weiter wusste, was ich sagen wollte. Damit hat der Knilch erschossen. Ich muss mich kurz sammeln und weiter geht's. Ja, diese ganzen Sachen lassen eben, oder deuten darauf vielmehr, dass es jetzt dann nicht mehr arg lange hoffentlich hin ist, bis was kommt. Ich habe Sneasel vorhin geschrieben, dass ich hoffe, dass jetzt im Februar noch was kommt oder erst im September, denn... Und das ist für mich contentmäßig halt ein blöder Punkt. Ich habe ja meine Tochter dann ab Ende Februar, Anfang März jeden Tag 8 Stunden. Und dann kann ich eben nicht mehr einfach so auf solche Neuigkeiten reagieren, wie ich es jetzt noch im Moment kann oder zumindest mittelgut kann. Gerade eben auch nachts lange wach bleiben und auf Updates warten, ist dann erstmal rum für ungefähr 6 Monate. Weil ich halt jeden Morgen um, ich sag mal, 7 oder spätestens 7:30 aufstehen muss und dann die Kleine habe bis um 16 Uhr. Und ich hoffe ganz fest, dass jetzt noch was kommt. Jetzt im Februar. Oder dann erst Ende des Jahres. Weil zwischendrin kann ich kein Update gebrauchen. Ihr schon, ich weiß. Aber ich würde mir wünschen, dass es dann erst Ende des Jahres kommt, dass ich das dann auch gescheit covern kann. Weil gerade bei Updates ist es natürlich contentmäßig so, je schneller, desto besser. Wenn du direkt am Anfang dabei bist, ist es fast wurscht, wie klein dein Kanal ist. Du wirst einiges rausziehen können. Wenn du 12 Stunden später kommst, dann ist die Überlegung fast schon die richtige, ob man das Video generell weglässt, weil es einfach schon viel zu spät ist. Aber man nimmt mit, was man kann, ganz klar.
Und da die Wahrscheinlichkeit oder vielmehr die Möglichkeit ja immer besteht, dass man einen coolen neuen Bubbler ranholen kann oder eine coole neue Bubblerin ranholen kann mit irgendeinem Video. Alleine deswegen lohnt sich natürlich trotzdem jedes Video, ganz klar. Alleine das vorletzte Top 10 Video. Da haben wir Gnar mit rangeholt, der im Stream, das ist schon eine Flash, der im Stream sehr, sehr aktiv ist. Natürlich hat sich das Video alleine schon deswegen gelohnt, ganz klar. Aber auch, weil ihr euch davon, ich nehme an, unterhalten fühlt. Zumindest die reinschauen. Aber bei Update ist es halt speziell, ne? Wenn du plötzlich hochlegst. Also ich sag mal, das Update kommt und du bist eine Stunde, zwei oder drei Stunden später am Start und hast dein Video da, dann jallert das richtig, richtig rein. Wenn nicht, dann nicht. Also dann, ja, wird's halt immer, immer magerer. Er hatte übrigens alles am Start, also nicht nur Vision Assist, nicht nur Aim Assist, sondern eben auch noch Grief obendrein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt noch großartig hier rumgucken soll, weil ich meine, es kann ja nicht mehr werden, ne? Er hat bereits alle drei Sachen. Gut, Grief halt noch nicht, wobei die Flash, die er mitunter schmeißt, schon sehr wild sind. Aber da will ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass das halt nicht in Grief geht. Ich würde das Ganze jetzt hier sogar abbrechen und dann, ja, meine Wirkung vornehmen, weil, wie gesagt, mehr kann es nicht mehr werden. Außer halt Teamkills. Ui. Komm, wir gucken, ob er Anti-Aim macht. Ja, okay, nee. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. So, also wie gesagt, Aim Assist auf jeden Fall mit dabei gewesen. Vision, yes, und auch Other war am Start. Griefing nicht. Der hat die volle Palette bekommen, also fast volle Palette. Ist aber auch halt mega keckig, oder mit so Zeug rumzudönen. Ich meine, Cheaten an sich ist ja schon... Aber hat er noch mit Kram? Weiß ich jetzt nicht. So, und natürlich lösen wir jetzt noch das Giveaway von letztem Mal auf. Das ist das Video, die neuesten Updates, immer auf Stand sein bei uns übers Discord halt, ne, dass man Bescheid weiß, dass bei uns auf dem Discord ja ein Bot ist, der immer die neuesten Infos rauszieht. So ungefähr hieß das Video. Immer die neuesten Updates für CSGO, SOS 2, bla bla bla. Vielen Dank für 53 Kommentare. Kuss geht raus. Wir hatten bei dem Ding mit meinen Antworten logischerweise auch über 100 Kommentare. Das war wieder sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Der Gewinner musste, beziehungsweise der, wenn man gewinnen möchte, musste man zu seinem Kommentar hinzufügen, ob man dieses Jahr noch ein Update erwartet oder was man erwartet, so in die Richtung irgendwie. Misanthrop, das ist natürlich Quark, da so kann man nicht gewinnen. Pick another winner. Also man musste irgendwas über ein Upcoming Update schreiben. 4 Scouts, alle 4 haben angemacht. War eigentlich nicht so schwer zu sehen, oder? Ja, Mr. Terrell, sicherlich war das nicht schwer. Vielen Dank auch für deinen Kommentar, aber leider kann man so nicht gewinnen. Krass, das ist jetzt irgendwie frisch, oder? Letztes Mal war es, glaube ich, gefühlt das erste Mal, dass ich mehrere ziehen musste. Danke, dass dieses Jahr ein dickes... Denke, dass dieses Jahr ein dickes Update kommen muss. So, bumm, Kraut und Rüben... oder Ruben vielmehr, du hast gewonnen. Ich lese noch kurz zu Ende. Gaben muss liefern. Yes, hätte dem Typen definitiv den Aimer gedrückt. Ach stimmt, da habe ich es offen gelassen, was man ihm drücken sollte. Und damit geht der Vision aufs Einher. Ja, also Kraut und Rüben, du schreibst bitte unter diesem Video hier, aktuell unter diesem Video, wo du mich gerade siehst und hörst, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Sowas wie, yay, cool, ich habe im Giveaway gewonnen, sweet. Und fügst bitte noch hier bei Kanalinfo deinen Trade-Link hinzu. Also einfach... in YouTube, du kannst auf Profil bearbeiten gehen und schreibst dann in Textform dein Trade-Link rein. Andere haben den verlinkt, aber schreib mir den bitte in Textform einfach rein. Ne? Das ist ganz einfach und dann schicke ich dir den Trade raus. Und natürlich gibt es auch noch ein neues Giveaway für euch und zwar die MP5 SD Agent. Einer der besseren oder schöneren oder schönsten Skins der MP5, die hat dann nicht so viele und vor allem nicht viele schöne. Auch wenn sie viele nicht spielen, ich finde die super. Man macht wie folgt mit. Ihr schreibt mir bitte zu eurem Kommentar hinzu, welche Waffe ihr am liebsten spielt in Counter-Strike. Welche ist deine Lieblingswaffe, die du am meisten spielst? Let's go! Und übrigens, um das gezeigt zu haben, Kraut und Rüben hat die Fleet Flock gewonnen. Ich zeige ja normalerweise immer, worum es vor kurzem ging. Also das Teil ist eben das Giveaway, das wir vorhin aufgelöst haben und das neue war ja die MP5. So, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Kommt dran, da gibt es die ganz dicken Sachen zu gewinnen. Und natürlich, und das steht ja eigentlich im Vordergrund, viel Spaß. Also wir zocken gemeinsam Videogames und so weiter und so fort und haben eine Mordsgaudi. Hau da rein, later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.